Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Plugs Tale. So, Sophia und auch meine Wenigkeit sind hier und wir sehen, Hugo hat seine Ratten losgelassen und jetzt rennt er weg, weil, ja, weil wir ihn nicht verstehen anscheinend. So, gucken wir mal, ob wir ihn wiederfinden. Hugo, was war das? Das ist verrückt. Du hast nie erwähnt. Was? Dass mein Bruder die Ratten beherrscht und ihnen befiehlt, Menschen zu fressen? Ja. Du wärst davon gelaufen. Und ich wollte das nicht. Ja, es war falsch. Aber ich dachte, wir hätten hier eine echte Chance. Ich dachte, du würdest uns nicht so sehen müssen. Geh und rede mit ihm. Ich brauche einen Moment. Ich verstehe. Hugo. So, Hugo. Ich weiß, du bist wütend. Du wolltest nur helfen. Aber jemanden zu töten, selbst böse Menschen. Sie sind wie die Inquisition. Wie Verdor. Sie machen mit anderen Menschen, was sie wollen. Das stimmt. Das alles ist nicht fair. Und ihre Stimme hin. Ich weiß. Aber alles endet, sobald wir herausfinden, wie wir dich heilen können. Komm. Entschuldigen wir uns bei Sophia. Oh, Entschuldigung, dass wir gerade Leute mit unseren Ratten getötet haben. Merkwürdige Entschuldigung. Es tut mir leid. Mir auch. Ja, gut. Gehen wir weiter. Na, ah, das war easy. Sophia, geht's dir gut? Ich muss das sacken lassen. Ja. Ratten? Ja. Was ist das da oben? Willst du das sehen? Ich kann nichts machen hier gerade. Das sieht so aus, als ob man da irgendwas machen kann. Seht ihr das Band da oben? Aber ich glaube, wir sollen da noch nichts machen. Hinten ist auch irgendwas. Ah, wir können von da aus da oben gegenschießen und runterreißen. Das können wir mal machen. Kann ich da nicht runter? Ist ja wohl Quatsch. Ist es jetzt echt ihr Ernst? Ne? Ich konnte da gerade nicht runterhüpfen. Das ist so ein bisschen Quatsch, oder? Was ist da drüben? Ja, pass mal auf. Na los. Das mit dem Seil ziehen, ne? Das mit dem Seil ziehen haben sie so ein bisschen geklaut von Tomb Raider, ne? Rise of the Tomb Raider, da hat man das auch mit den Seilen. Wo man auch noch das Seil spannen kann, um rüber zu hoch mit dir. Schwingen, beziehungsweise rüber zu gleiten. Naja. Was ist der Sinn? Ich weiß es nicht. Das? Oh Gott, am Baum haben sie Sklaven festgekettet. So gehen sie vor. Seht! Oh, ist das... Eine Puppe. Eine Stoffpuppe. Hier war also ein Kind. Bezaubert. Geht gar nicht, ein oder? Ein Kind als Sklave? Geht gar nicht. Geht das? Nein. Oder? Tut mir leid. Sie nahmen ihnen die Puppe weg. Leg sie besser zurück. Er konnte sie nicht mal mitnehmen. Vielleicht ist das Kind entkommen. Das ist es, was zählt. Ja. Komm, Hugo, gehen wir. Na gut. Was wir hinten sollen, ist das Problem. Ach, wir sind jetzt hier hochgekommen so ein bisschen, ne? Aber es bringt uns, glaube ich, auch nicht so weiter. Na gut. Oder sollten wir hier gar nicht... Ach, man konnte hier nur so ein Teil finden und das war's. Okay. Da komme ich hier noch runter. Das war also nur so eine versteckte Sache. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Melosberg. Das geht gar nicht. Das Blut würde dem Sohn den Weg zur Kapelle weisen. Da drin ist also was. Das macht mir Angst. Bleibt unten. Bis die Ratten wiederkommen. Und danach der Sohn. Ach, das könnte ewig dauern. Nein, dieses Mal klappt es. Die Ratten sind hier. Das ist in all den Jahren zuvor nie passiert. Melo tut alles, um es zu schaffen. Und das zu Recht. Das
finden wir Elia und die Kapelle. Die Arme hatte keine rosige Zukunft vor sich. Oh, die sind tot. Okay. Tja, wenn die wahrscheinlich hierher kommen gleich. Das wäre doch nicht so clever von mir. Ein Helm auf, ist natürlich schlecht für uns. Ein Toter. Er wurde ermordet. Okay, wir müssen kurz warten, bis sie sich ein bisschen beruhigt haben, weil ich glaube, sonst sind wir gleich kaputt. Da ist noch einer ohne Helm, okay. Aber die anderen haben beide einen Helm, das ist natürlich blöd für uns. Da ist noch einer hier. Ich habe leider kein Bolzen mehr, nee. Dass man Bolzen nicht herstellen kann, ist doch ätzend. Warum kann man das eigentlich nicht? Kann man da nicht was rausbauen? So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Nicht irgendeine Falle bauen? Irgendwie? Was einfach auf die raufwerfen gleich. Oh. Oh, ist noch weg. Oh nein, ah, das ist so dumm. Das war wieder dumm von mir, weil ich natürlich genau in diesem Stroh auch sitze. Wie dumm war das dann wieder? Also, dumm. Okay. Jetzt nur kurz überlegen. Also, der ist doch... Kann man so platt machen? Hier rüber. Kommt da jemand hin? Vielleicht läuft da jemand rein. Aber ich glaube, da läuft keiner rein. Der schläft da vor allen Dingen. Völlig verbrannt schläft er da. Warte mal, können wir nicht hier auch so ein... Halt! Oh, der kann auch Feuer werfen? Okay, das war ja blöd. Okay. Die wollen auf eine andere Tour. Wir müssen listiger sein.
Wir machen es trotzdem so, wie wir es gerade eben gemacht haben. Nur eben noch mal ein bisschen listiger. Den der Typen da hinten zu killen, war die richtige Entscheidung. Gehen wir jetzt auch hin. Schade, dass unsere Sachen weg sind denn, ne? Aber naja. Den beklatschen wir jetzt mit her. Warum verbrennt der Typ da nicht? Halt! Okay, das fällt mal kurz ab. Ach, da liegt ja noch das Zeug, okay. Was macht der da? Wach auf! Der kann nicht aufwachen, der ist tot, du Affe. Okay. Warten. Vielleicht läuft er ja da rein und wir können ihn verbrennen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir ihn hierher locken können. Wir haben uns definitiv nicht sehen, weil wenn er uns sieht, dann schmeißt er auch Feuer auf uns, was auch blöd wäre. Wir könnten überall stecken. Wir könnten aber auch direkt hinter dir sein. Ich weiß es nicht. Da raus, müssen wir schon aufpassen. Er darf nur nicht zu uns hier ins Gebüsch kommen, das wäre echt blöd. So viele. Du weißt, was uns in der Festung erwartet, oder? Ja. Er da jetzt rausgeht? Da? Kommt da noch einer, ne? Ist aber der ohne Helm, oder? Komm schon. Ich könnte auch einfach vorbeischleichen und gar nicht alle töten. Ich finde es aber praktischer so, weil dann schleiche ich nicht mehr. Okay, warte mal. Wo können wir mit Feuer machen, ne? Ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, wo wir hin sollen, aber wir können uns mal alles hier angucken ein bisschen. Die haben leider nichts. Schade. Elo meinte, er arbeitet für die Gräfin. Sie und der Graf. Da unten ist noch einer. Vor diesen Ort. Ein Stück Land und das Recht,
Leute zu verkaufen. Dafür bekommen sie einen Teil des Geldes. Ja, schmutziges Geschäft. Hm. Mal ein bisschen umsehen. Denken wir nach einem, was wir gebrauchen können. Und hier vielleicht nicht unbedingt, aber da können wir wieder ein paar Sachen einsammeln. Oh, das ist ein Pfeil. Das ist gut für unsere Armbrust. Wenn wir gegenschießen, ne? Brauchen wir jetzt auch nicht. Runtergehen, dann gehen wir jetzt erstmal nicht runter, wir gehen erstmal hoch. Wie ist der unten gleich nicht mehr rauskommen. Und hier habe ich so ein paar Sachen gesehen, die man so brauchen könnte. Und da sind ja auch noch ein paar Leute. Die können sie hier aber gar nicht sehen, glaube ich. Oh, fette Truhe. Was haben wir da Schönes? Perfekt. Werkzeug und den ganzen Kram. Müssen wir kurz gucken, wie wir da vorgehen, weil es sind ja doch noch einige da. Also, ich sehe da jetzt. Da hinten stehen zwei Wachen am Tor. Müssen wir da durch? Da sind auch noch welche drin, die laufen da rum mit ihren Fackeln. Und ich weiß nicht, ob da auch noch einer ist. Keine Ahnung. Müssen wir überlegen. Wir hüpfen trotzdem mal da runter, mal sehen, was da unten ist. Vielleicht ist auch eine Falle. Man weiß es nicht. Später. Das sind richtige Verliese hier, ne? Schau dir das mal an. Das sind schon fiese Leute hier. Joa, die haben nichts zu lachen hier, ne? Die haben nichts zu lachen. Wir kommen direkt ins Gebüsch raus, was natürlich super ist. Unsere Tarnung. Da steht wieder ein Wachmann. Hier drin irgendwas ist. Durchklettern machen wir jetzt aber nicht. Ich frage mich, was Milo wirklich über den Sohn weiß. Was er weiß, ist falsch. Der Sohn da schläft ist ein einer. Das war auch so ein Pfeil. Hm. Oh. Keine Krüge mehr gefunden, schade. Der Penta, das ist auch so ein starker, ne? Oh, warte mal, neue Ratten hier irgendwo? Das nicht, aber wir können genau sehen, wie viele hier sind, ne? Ihn da hinten müssten wir eigentlich irgendwie eliminieren, ich weiß nur nicht wie. Das Problem ist, er hat einen Pfeil da. Würde ich natürlich ganz gerne haben für meine Katapult. Einfach feiern, während das hier vor sich geht. Sie wissen aber nichts, oder kümmern sie nicht. Dieser Milo hat wohl komplett den Verstand verloren. Hm. Was ist das denn nochmal? Aber ich wollte eigentlich gucken, was das eine ist, was wir haben. Oh, du bist. Lockt Ratten in der Umgebung für kurze Zeit. Ah, okay. Gehen wir schnell raus hier. Durch. Mein Zeug.
Okay, ich glaube, wir müssen nach oben längs klettern, also den anderen Weg längs klettern. Also da drüben längs, weil ich glaube, hier kommen wir nicht. Mist. Nervig. Lauf mal rüber, gucken, ob wir es schaffen. Schnell rein. Ach, guck mal, da ist noch einer. Den müssen wir wegflanken. Was machen wir da? Den Rücken zu uns wendet. Mal einen Krug, da ist noch ein Krug. Perfekt. Dann würden wir noch ein, zwei Krüge mehr, dann sind wir noch besser dran. Wir schnappen uns hier noch mal ein bisschen was von dem brennbaren Zeug. Ich kann mich nicht beherrschen, ich will die alle töten, damit ich cool reinkomme. Dann töten die ja hier Menschen, also ich finde, die haben es verdient zu sterben. Auge um Auge, ne? Da ist noch eine Kiste drin. Ich muss sie einfach holen, weil da geht gerade einer. Ich muss mal warten. Kommt er hier rein? Kommt er hier rein? Wir müssen. Dieses Blutbad bedeutet was. Ach guck mal, da können wir jemanden anlocken mit. Das machen wir jetzt mal. Oh, von dem Fenster aus vielleicht. Gar keine schlechte Idee. So. Ich glaube, das ist eine kleine Idee. Können die uns nicht sehen, ne? Jetzt mal auf. Warte mal. Das ist ja Quatsch, das können wir ja auch schmeißen, ne? Die beiden sind erledigt, aber da sind natürlich noch genug Leute. Ich finde deinen Mörder. Schnell müssen wir hoch, bevor uns einer sieht. Schnell. Weiß nicht, wann die mich hierher kommen. Hinten weggegangen, was ja gut ist für uns.
Dreh ich mal um da, du Penner. Tja, ist der Nächste, der verbrennt. Ich weiß, dass ihr dann... Sie haben uns gesehen. Warten. Oh. Schnell weg hier! Nein! Ach Leute! Musste das jetzt sein? Jetzt bin ich gespannt, wie weit wir zurückgeworfen werden hier. Ja, okay. Er ist nur noch da. Den da oben, den Bogenschützen, habe ich gerade eben gar nicht gesehen die ganze Zeit. Warten. Hast du noch nicht gesehen? Eile mit Weile. Immer einen nach der Zeit ausschalten. Den da oben muss ich gleich mal runterholen, da oben. Noch einer da, oder? Frage, wo er ist. Okay. Ich gehe weiter. Da unten dürfte doch keiner mehr sein, ist nur er da oben. Nicht die feinisch-englische Art, aber... Es riecht nach Schweinchen. So, hat er noch was für uns hier? Ich glaube nicht. Nö. Wir holen uns auf jeden Fall den Pfeil da drüben. Weil hier drüben war ja einer. Der müsste doch da weg, da ist doch keine Männer. Nee. Den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen hier noch. Oh, guck mal, die ganzen Sklaven hier. So ist die Frage, wie wir gleich da reinkommen. Jetzt holen wir uns erstmal das Feuerzeug da, das Feuerkram da noch. Gehen wir hier unten durch rein, würde ich behaupten. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.